Mann. Über diesen Drachen, den sie befreit haben. Na, okay, komm, wir machen eine kleine Lesestunde. Du willst eine Geschichte aus meiner Heimat lauschen, Fremde? Dann höre gut zu. Dies ist die Geschichte des Bey Keshmal al-Harim den Ben Beruddin von Ferkaba, wie er einen purpurnen Wurm besiegte. Und für ein paar Stücke Silber erzähle ich sie dir. So war es geschafft. Der Bey von Ferkaba, dem ich und viele Krieger in das Gebirge, welches man als in Rashtulswal kennt, folgten, um dort einen Purponen zu erschlagen, war siegreich und von Rastulla gesegnet. Der Kampf war hart und lang. Nicht wenig, ja, als 20 meiner Mitstreiter verloren ihr Leben in diesem Kampf. Aber der Bey konnte ohne einen Kratzer zu erleiden den Wurm bezwingen. So wahr ich Rashid Ben Ilkhan heiße. Mit gerechtem Zorn und dem Wohlwollen Rastullas schlug er seinen Krummsäbel in das Leib des Untieres, während wir es mit Chadra Bogen und Pfeil bekämpften. Als er diese Wörter, der Feueratem des Untieres verwandelte Kämpfe in Flammensäulen. Seine dunkle Zauberei verursachte Wahn und Irrsinn. Doch am fürchterlichsten waren die Klauen, hart wie Adamant und in der Lage, einen Mann mit einem Streich zu fällen. Das Gebrüll ließ uns zaghaft werden, doch der Bey stritt mutig voran. Nach und nach konnten wir den Drachen bezwingen. Denn einige von uns waren, wie der Bey auch, schlau genug gewesen und... Warum kann ich das nicht mit VR sehen? Und hatten sich mit einer Salbe eingerieben, welche vor dem Feuerodem schützte. So konnten sie erfolgreich dem Untier an den Leib rücken. Als der Drache dann endlich niedergerungen war und der niederlag, trat eine unselige Stille an die Stelle des Kampfeslärms und legte sich über den Ort des Geschehens. Keiner wagte einen Ton zu sagen. War der Purpurwurm tot? Einzig der Bey wagte, sich diesem Grauen der Rechtschaffenheit zu nähern. Er spaltete mit seinem Doppelkunchumer den Schädel und nahm sich die Seelenessenz des Drachen als Zeichen seines Sieges. Hell funkelte der Karfunkel und bei meiner Ehre, es schien, als würde uns etwas beobachten aus diesem unseligen Stein. Die Augen des Beys blickten starr in das Licht des Karfunkelsteins. Und er fing an zu lachen, immer lauter und lauter. Und wir lachten mit. Wir lachten unseren Zorn, unsere Wut und unsere Angst, die wir im Kampf verspürt hatten, von uns. Freudenschreie, Segnungen und die Gewissheit, wir waren siegreich. Das Drachengezücht liegt zerschmettert im eigenen Blut. Hoch uns Heroen, es lebe Bey Keshmal, gesegnet sei Rastullas Wille, sprudelte aus uns heraus. Der Bey befahl, dem Untier die Haut abzuziehen, damit man daraus eine besondere Rüstung schmiede, die Zähne herauszureißen, damit sie seinen Helm zieren mögen, und sogar die Sehnen zu nehmen und einen Bogen von unglaublicher Treffsicherheit zu bauen. Er selbst stieg in die Tiefe des Hortes, um nachzusehen, welche Schätze dem Drachen sein eigen war. Doch was fand er? Gold, Juwelen, Artefakte von großer Macht? Ja, dies alles fand sich im Hort des Unseligen. Aber das, was uns in der Höhle noch erwartete, war wertvoller als das Geschmeide. Es war das Kind des Drachen. Ein junges, kaum geschlüpft, nicht fähig, alleine zu leben. Das Schuppenkleid nicht ausgehärtet, der Odem zu schwach, um ein Strohlager zu entzünden, und doch schien die Macht in den Augen sichtbar. Als wir schon entschlossen hatten, dem Jungdrachen den Gar auszumachen, schritt der Bey ein. Er sagte, wir sollen einen Käfig bauen für das Geschöpf und ein Seil bringen, um es zu fesseln. Er wolle das Drachenkind nach Ferbaka bringen, in seinen Palast, damit alle Welt sehe, dass er, der Bey Keshmal von Ferkaba, nicht nur ein Drachentöter sei, sondern dass er der Einzige sei, der einen eigenen Drachen habe. Und zwar nicht ganz wohl dabei, denn Rastulla sagt,
meide das Echsengezücht. Aber er war unser Bey, und wir waren ihm gehorsam schuldig, war er doch immer ein guter Bey gewesen und an seinen Taten nie etwas auszusetzen. Das Drachenkind fauchte wütend und schlug um sich, als wir es fesselten und in den Käfig sperrten. Glaub mir, Fremder, es wusste sehr wohl, was ihm bevorstand. Voller Zorn versuchte er, sich unserem Griff zu entziehen, und unbändiger Hass glitzerte durch seine Augen. Als wir in unsere Heimat zurückkehrten, marschierten wir im Triumph durch die Stadt. Alle waren gekommen, um uns zu begrüßen und um das Drachenkind zu sehen, das Jafgur geheißen wurde. Wie ein Lauffeuer war unsere Tat uns vorausgeeilt, da Bay veranlasste, dass man eine Höhle vorbereiten solle. Es wurde ein Zwergenschmied beauftragt, welcher Fesseln aus bestem Stahl schmiedete, damit das Untier in dieser Höhle angekettet lebte und lebe und aufwachse. Denn, so viel wurde mir zugetragen, der Bay wollte den Drachen bändigen und zu seinem Reittier machen, ganz so, als ob es ein edles Schlachtross sei. Mit Gewalt, Magie und wohl auch mit dunkleren Methoden versuchte er, den Willen dieses Drachens zu brechen. Doch gelang es nicht, und so wurde der Drache bald nur noch als Trophäe gehalten, um der Eitelkeit meines Herrn zu dienen. Der Drache wuchs rasant. Nun, ich weiß natürlich nicht, wie schnell Drachen wachsen, aber ich hätte nicht erwartet, dass es so schnell geht. Immer wenn man sich in der Nähe der Höhle aufhielt, war da dieses Gefühl von Unbehagen und man spürte förmlich den Hass, den all die Schläge, die Ketten, die Verhöhnungen und die Demütigungen, die Jafgur ertrug, konnten ihn nicht bezwingen und er wartete auf seine Befreiung, um sich zu rächen. An allen, die ihm das angetan haben. Er hasste die Menschen. Er hat es mir in meinen Träumen geschickt. Jede Nacht hörte ich es. Bis ich es nicht mehr trug, so verschwand ich aus meiner Heimat, brach den Treueeid zu meinem Bay und kehrte verkabbert den Rücken zu. Glaub mir, Fremder, wenn Jafgur befreit wird, dann wird sein Zorn jeden treffen, der das Unglück hat, ihm zu begegnen. Er wird seine Vergeltung suchen, nur dafür lebt er noch. Gib mir noch einen Wein, Fremder, das Erzählen macht doch recht durstig. Märchen eines alten Wanderers aus Verkaba. Und genau dieses Grauenmärchen, wovon dieser Fremde uns geschildert hat, oder eben dem Autoren dieses Buches geschildert hat, scheint nun eingetreten zu sein. Und Jafgur. Heißt er Jafgur? Habe schon wieder vergessen den Namen, also. Jafgur ist befreit, anscheinend, hat ja der Typ zu dem Kastan Wagnis gesagt, dass es Jafgur gewesen sei. Und ich glaube, wir werden, wie ich vorhin schon einmal vermutet habe, demnächst, beziehungsweise gegen Ende des Spiels, noch einmal Bekanntschaft mit ihm machen. Aber eine Frage habe ich da noch. Er scheint ja alle Hinweise darauf zu deuten, da haben wir ja die Kiste schon ausgeräumt, dass die Blutbergefeste, wo wir jetzt gerade sind, ja, das ehemalige Gefängnis von Jafur gewesen ist, wo der dann von diesem Bay festgehalten worden ist. Und allerdings verhält es sich ja so, dass der... Ich mach das schon. Die stehen immer noch da unten, Mensch. Dass der... Der Räuber, der Humbert, hieß er ja, glaube ich. Ich laufe wieder die falsche Richtung. Dass der ja hier gehaust hat. Für sicher ein paar Wochen, Monate, wenn nicht sogar Jahre. Und wo ist denn jetzt lang? Hier, gell? Und da wundert es mich doch wirklich, dass er nicht auf die Idee gekommen ist, mal hier die Festung zu untersuchen. Und hier in den Keller reinzugehen. Ich meine, wir sind ja auch hier lang gegangen. Und dann den Drachen zu treffen. Oder dass er es irgendwie gemerkt hat, dass der Drache da haust. Ich kann mich jetzt auch nicht mehr ganz genau daran erinnern, was er gesagt hat. Wegen dieser Vertreibung. Warum er vertrieben worden ist von hier. Ja, wir müssen hier lang.
Es war irgendwie so, dass eines Nachts irgendwie die Drachenkultisten anscheinend gekommen sind. Wir haben ja da nicht erst den Drachen reingebracht. Das bezweifle ich irgendwie. Aber na gut, Truhe Schlüssel benutzen. Ja, so viel dazu. Horasischer Kampfstab. Stäbe 1W plus 2. Naja, naja, naja. Da seid ihr ja wieder. Stimmt. Schnell. Ich kann die ja nicht knacken. Da war ja was. So, wo muss ich jetzt lang? Da ist ein Wachraum. Hoffentlich sind die... Ja, die scheinen echt noch da zu sein. Ja, komm. Ah, was ich nachher probieren will, ist, dass wir... Was machst du? Du sollst angreifen. Nicht irgendwie rumlaufen. Können die sich mal organisieren, gescheit? Dass wir da reinschleichen und dann irgendwie vielleicht ein bisschen kritischen Schaden machen beim ersten Schlag, der die aufweckt oder so. Und ein bisschen Meuchel-Action betreiben. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht funktionieren wird. Aber man kann es ja mal probieren. Ich meine, wir sind ja sich in letzter Zeit schon genug rumgeschlichen. So. Das war's. Dann sind hier noch Holzfässer. Die beherbergen ja auch immer mal den ein oder anderen Heller, den man mitnehmen kann. Oder sogar mal ein paar Diamanten, wie man im Sumpf, im Moor herausgefunden hat. Aber jetzt können wir endlich in Ruhe hier die ganzen Kisten und Holzfässer und so auseinanderräumen. Das ist doch echt erfreulich. Ah, jetzt verstehe ich. Die Kiste, wo Schlüssel benutzen dran stand, das war die, von der Humbert uns erzählt hat. Hier mit diesem Räuberschlüssel, genau. Oh. Ja, gut, so viel. Falle. Ja, komm. Bam. Ja, oder entschärfen, das geht natürlich auch. Truhe. Der hat ja gesagt, wir dürfen hier ausrauben, weil wir in die Ruine wollen, beziehungsweise weil wir seinen Konkurrenten erledigt haben. Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Eins davon wahrscheinlich oder irgendwas anderes kann auch sein. Die eine Wachkammer kommt natürlich noch. Aber jetzt können wir endlich diese Patrouille kaputt hauen. Darauf warte ich ja schon die ganze Zeit. Die hat uns solche Probleme bereitet am Anfang. Das wird mir ein Schlachtfest, ein wahres. Für die Königin, für Rondra. Na, dann zeig mal, was du kannst, oh. Block gleich mal den Angriff, das ist natürlich respekteinflößend, aber es hat anscheinend nicht so viel gebracht. So, jetzt wollen wir aber noch kurz schleichen. Wahrscheinlich bringt es eh nicht, weil wir jetzt wieder Rüstung angelegt haben und so. Und jetzt haben wir ja hier ein bisschen Behinderung, was uns das Schleichen natürlich erschwert, ist ja klar. Aber probieren wir es doch einfach mal. Ich meine, wir haben immerhin einen Schleichenwert von 10. Ach, die sind jetzt alle wach und schlafen gar nicht mehr. Ja gut, dann. Es ist ja eh egal. Dann kann man dir ja auch alle kaputt hauen. Und reinrennen. Und Skeletti! Skeletti! Skeletti Bolognese, komm schon. Ich versuche mein Bestes. Alle mal hergehört. Ernst. Ich sehe nichts. Und das war der letzte. Na, eine Falle. Ja, komm, du sollst hier den Drachenkultisten. Hier liegen sie noch im Raum verteilt. Da und hier sind hier eventuell noch ein paar Holzfässer, die man zerschlagen kann, an denen wir unsere Wut auslassen können.
Nee, nur diese Kiste? Dann muss da aber auch wirklich was Originelles, was Wertvolles drin sein. Wenn es die einzige ist in diesem Raum. Wenn man dafür die ganzen Wachen weggehauen hat. Naja, nicht ganz, nicht ganz. Ja, so. Halt. Hier raus. Raus. Nicht immer durcheinander laufen. Und wer hat jetzt diesen Schlüssel? Vielleicht ja niemand, aber irgendjemand muss. Wir hätten die Tür jetzt auch eigentlich aufbrechen können, ganz ehrlich. Ich meine, jetzt müssen wir ja nicht mehr schleichen. Von dem her wäre es eigentlich egal. Meine Rache. Kurkum. Aber wahrscheinlich hat es trotzdem dieser Typ, den wir ganz am Anfang getroffen haben, der diese Rede gehalten hat. Und da wir den ja eh auch noch umboxen werden. Kann man dann ja auch einmal ganz kurz zurücklaufen. Also das wird ja kein allzu großes Problem sein. Wir haben vorhin so viel geladen, was sicher zwei Folgen oder so gedauert hat. Die Truhe haben wir schon, oder? Da sollten diese zwei Minuten da auch kein allzu großes Problem darstellen. Ach Mensch, Gladys. Streng dich mal an. Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass du diese Truhe nicht aufbekommst. Na also. Geht doch. Wow. Ich bin begeistert. Oh. Die müssen wir... Stimmt ja, hätte ich ja fast vergessen. Man sollte sich immer an die gleiche Reihenfolge halten, sonst vergisst man mal was. Was Wichtiges. Das war's aber jetzt. Hier geht's genau zu diesem eingestürzten Gang, den wir ja vorhin schon mal von der anderen Seite gesehen haben. Dann müssen wir jetzt hier links oder irgendwo anders. Da geht's raus, müssen wir hier geradeaus, genau, und dann sind wir schon in der Kammer des Schreckens. Okay. Wo sind denn deine Freunde? Da hat er vorhin noch so eine tolle Rede gehalten, vor Publikum sogar. Wo sind die denn hin? Ne, weg da. Vielleicht sind die in den Wachraum gegangen, aber das bezweifle ich. Aber wir können mit ihm reden, aus irgendeinem ominösen Grund. Na gut, dann vielleicht will er es uns ja verraten. Wie vorhin schon mal gesagt, die Bösen sind ja immer recht gesprächig. Erstmal knacken wir hier die Truhe. Na, Freundchen. Dann sag doch mal. Hä? Warum konnte ich jetzt mit dem reden auf einmal? Das bin ich. Ha! Ja, ach, was soll's. Alle mal hergehört. Wenn er nicht mit mir reden will, dann hat er es verdient, dass ich dem jetzt aufs Maul hau. Da haben wir jetzt auf einmal den Schlüssel bekommen. Ja, gute Entscheidung. Ha! Und es sind die aus dem Nachbarraum wahrscheinlich. Nice. Alles in einer Kombo. Aber warum jetzt auf einmal nur zwei? Ach, keine Ahnung. Ist mir auch egal. Hauptsache, wir können den Jost befreien. Inventar ist voll. Meint ihr? Wir müssen mal wieder dringend verkaufen gehen. Habe ich übrigens, als ich in Ferdok war, nicht gemacht. Ich habe nichts gemacht, außer diesen Skill
Fingerfertigkeit. Nein, wie heißt es? Fallen entschärfen, genau. Fallen entschärfen zu lernen. Buch der Schlange, das haben wir uns auch noch nicht angesehen, oder?